Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das Amazon-Logo ist ja bekanntermaßen ein Grinsen, oder halt manchmal eher auch dann das. Denn eines muss man bei Amazon in der letzten Zeit schon sagen, die Qualität des Kundenservice hat sich dann doch ein kleines bisschen verändert. So habe ich ja vor 2 Wochen mittlerweile hier auf dem Kanal das große, tolle Special namens Schadenraden machen müssen, weil ja zahlreiche meiner Amazon-Sendungen einfach mit Gewalt in den Briefkasten hineingedrückt wurden und ich deswegen wirklich damit gerechnet habe, dass eine große Menge davon beschädigt angekommen ist. Gut, war am Ende gar nicht einmal so schlimm wie befürchtet. Gut, war dann am Ende doch etwas schlimmer als in dem Video gezeigt, weil manche von den Schäden tatsächlich durch das Studiolicht hier gar nicht mal zu erkennen waren. Aber einige von meinen Peinigungen gingen dann erst los, denn ich musste einige Dinge reklamieren bei Amazon Italien. Und da kam es dann zu einer wahnsinnig tollen Geschichte. Also jetzt einmal natürlich abgesehen davon, dass ich persönlich der Meinung bin, dass der Chat bei Amazon trotzdem noch eine veritable Möglichkeit ist, um eben mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten und dass E-Mails eigentlich eher schleichender sind. Ich mag das halt lieber, Dinge zu hören und gleich darauf reagieren zu können. Eben nicht, dass es dann so läuft wie bei Arrow Video, dass meine E-Mail dorthin schreibt und dann einen Tag später eine Antwort von ihnen bekommt, nur um ihnen dann wieder die Antwort zu schreiben. Lest meine vorige E-Mail und dann schreibt's mir bitte noch einmal. Auf jeden Fall habe ich mit dem Chat von Amazon Italien kommuniziert, logischerweise auf Italienisch, und wie wir alle wissen, bin ich so ähnlich wie Brad Pitt in Inglourious Basterds. Also mein Italienisch ist wahrscheinlich das zweitbeste von allen Leuten, die jetzt gerade hier in diesem Raum anwesend sind. Eben, Google Translate heißt dann die Geschichte, das hat's doch ein kleines bisschen komplizierter gemacht, aber ich habe es dann irgendwie eben hinbekommen und habe von den 5 beschädigten Steelbooks wurden mir 3 ersetzt. Die sollte ich dann eben zurückschicken und da kommen dann die Ersatzexemplare. Die sind ja auch bereits angekommen. Die habe ich dann letzte Woche im Sammlungsupdate bereits gezeigt. Aber 2 von den beschädigten Steelbooks konnten mir nicht ausgetauscht werden, weil diese Sendung, die damals einfach doink in die Empfangsbox getrellert wurde, die war laut dem System von Amazon, obwohl sie laut meiner Post Sendungsverfolgung sehr wohl als zugestellt und in der Empfangsbox hinterlegt markiert war, laut dem System von Amazon zumindest noch nicht als zugestellt markiert, was blöd war, weil das eben bedeutet, dass die Amazon-Leute nichts machen haben können. War aber auch kein großes Problem. Die haben gemeint, ich soll mich ein paar Tage später wieder melden und dann geht das alles. Er tippt das auf jeden Fall alles rein, hinterlegt das im System und dann passt das. Gut, der Chat war dann zu Ende. Irgendwann einmal, so ein paar Stunden später, schaue ich in meine E-Mail, sehe ich, ich habe eine Rückerstattung von Amazon Italien, einmal über 2 Euro irgendwas, denke mir, okay, ist vielleicht irgendwo noch der Preis gesunken oder das ist irgendeine Versandanpassung, keine Ahnung, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich mich dann bei Amazon wieder gemeldet, habe dasselbe Trara wie beim ersten Mal wieder durchlaufen, weil aus irgendeinem Grund, also jetzt eigentlich gar nicht mal so das erste Mal, wenn es heißt, es wurde eine Information hinterlegt, frage ich mich ehrlich gesagt, wo mit dem Kugelschreiber, am Häuselpapier vom Fuhrtag? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es tatsächlich wieder nicht möglich, diese Sendung irgendwie zu bearbeiten. Angeblich war sie dann allerdings schon als zugestellt markiert, aber man konnte mir keinen Ersatz mehr bieten, weil für diese Artikel bereits eine Teilrückerstattung von 2,21 Euro eingetragen war, die ich niemals verlangt habe, wo ich vor allem ganz klar gesagt habe, ich will keinen Teilrabatt, ich will einfach die Ersatzlieferung im besten Fall unbeschädigt bekommen. Aber blöd, das war schon im System eine Möglichkeit, dann eben zu sagen, na gut, dann zirkt's mal die 2 Euro wieder ab und dann fangen wir von neu an. Nein, das geht im System nicht. Also kann ich jetzt diese Sachen zurückschicken, nur um sie dann quasi noch einmal zu bestellen, was aber für mich schon einmal alleine deswegen ein Nachteil ist, weil ich ja dann noch einmal die Versandkosten habe, geschweige denn, dass vielleicht der Preis von einzelnen von diesen Artikeln wieder mal angepasst ist und teurer ist, und das ist wirklich nicht mal lustig. Aber das sind alles Themen, die wir uns dann wahrscheinlich in zukünftigen Amazon-Rants hier auf dem Kanal nochmal anschauen können. Heute möchte ich eigentlich in Wirklichkeit nur über das reden, was jetzt da bei mir ist. Gut, merkt man vielleicht nicht zwangsläufig, aber egal, ich habe ja tatsächlich jetzt dann auch wieder überraschend viel aus dem Amazonas letzte Woche bekommen.
mit einer Ausnahme weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was das eigentlich ist. Deswegen werden wir das gleich einmal gemeinsam herausfinden. Ich weiß nur, dass ein Mediabook dass ein Mediabook eben neu dazugekommen ist von der Bestellung, wo ich die zahlreichen reduzierten Mediabooks, vor allem eben von Hanse Sound bzw. Daredo, in dem Fall ist es ein UCM One Mediabook, bestellt habe. Auch hier wieder eines, das es bei Amazon im Angebot gegeben hat, und ich glaube 7 Euro oder was sollen es 10 gewesen sein. Heißes Gold aus Calador, das soll ein O sein, das eigentlich nicht anders ausschaut als das D, das ist auch blöd. Auf jeden Fall das noch bestellt. Das einzige Mediabook, das tatsächlich aus der Bestellung noch offen ist, das ist das von Alvin and the Chipmunks, das offensichtlich bei Amazon gerade nicht lagernd ist, aber wo ich trotzdem hoffe, dass ich das auch noch bekomme. Und damit weiß ich ziemlich sicher, was hier drinnen ist. Das wird dann nämlich mein Austausch-Mediabook genau sein von dem einen Titel, den ich euch letzte Woche eben bereits im Mystery Unboxing bzw. dann auch im Sammlungsupdate gezeigt habe, nämlich Rocco, ich leg dich um. Ein Mediabook, das witzigerweise ganz und unbeschädigt bei mir angekommen ist, wo dann allerdings das Booklet rausgerissen war. Also bei meinem ersten Mediabook nur an einer Stelle hier dann an beiden Klammern. Also das dürfte offensichtlich etwas sein, das nicht nur bei dieser, nicht nur bei meinem Mediabook zufällig passiert ist und eben etwas, was kein tatsächlicher Versandschaden war. Würde mich eben auch wundern, weil das Ganze hat keine abgeschlagenen Ecken oder sonst was, sondern eben einfach die Verarbeitung womöglich von dem Mediabook, beziehungsweise dass das irgendwie lagerseitig schon einmal beschädigt war. Aber da freue ich mich dann drüber, dass diese Geschichte bei Amazon auch noch kein Ende hat. Ich habe ja eh nichts Besseres zum tun, ist ja eigentlich eh wurscht. Aber last but not least habe ich dann hier noch ein Paket, das tatsächlich größer und schwerer ist, wo ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt bin, was hier drinnen sein soll. Hat mir Amazon jetzt tatsächlich doch auch jetzt habe ich tatsächlich, obwohl sie es wochenlang auf ihrer Seite als nicht mehr lieferbar markiert haben und ich es deswegen bereits bei Arrow Video direkt bestellt hatte, noch von Amazon auch ein Coffin Joe Set bekommen. Das bei Amazon eben kurzfristig im Marketplace sogar ungemütliche 1600 Euro im Angebot war und wo mich das dann nachvollziehbarerweise womöglich ein kleines bisschen nervös gemacht hat, ob der Tatsache, wie ich dann zu meinem kommen soll, weswegen ich es eben bei Arrow direkt bestellt habe, wobei vielleicht in dem Fall irgendjemand von euch wissen könnte, warum die neuen Arrow-Sachen jetzt generell nicht mehr bei Amazon gelistet sind, aber das hier werde ich definitiv weitergeben, falls unter euch irgendjemand ist, der dieses Boxset verpasst hat und der da noch nach einem Exemplar sucht, bitte schreibt mir eine E-Mail an playzocker@gmail.com, ich würde das natürlich zum ganz regulären Einkaufspreis zuzüglich extra Versandkosten weitergeben, falls es da eben einen Sammler gibt, der das auch noch haben möchte, bevor ich sonst irgendwo inseriere oder sonst was. Falls da jemand etwas haben möchte, sagt es mir. Ansonsten muss man sagen, eine durchaus wirklich überraschende, aber eigentlich gar nicht mal so leiwande Woche mit Amazon.